hoch, der Kaffee kocht, hereinspaziert zu unserem abenteuerlichen Kochkurs mit unserem heißgeliebten Vertigo TV. Es wird gewitzelt, gelacht, geflucht und gebrutzelt. Also ran an die Spätzle, heute nicht mit Salat dekoriert, sondern mit Gewinn. Fangen wir mal locker flockig an. Wir treffen unsere Lieblingsmünchner, die Sportfreunde Stiller, zum Tee mit Live-Häppchen. Dann gibt es da noch die schwelenden Dredge. Und Marilyn Manson ist back und fügt eine Prise Nöhlenkäse hinzu. Dann haben wir da noch Hollywood Undead und die bringen ein bisschen Hoppity-Flavor in unser Gebräu. Das wird wieder beim letzten Mal enden. Da waren wir dann schlimm. Ungehalten, gell? Ein bisschen. So verbal ungehalten. Mit Schirm, Charme und Spökes können Sie doch jeden um den Finger wickeln, diese leckeren Ullknudeln. Später gibt es dann noch die Vertigo TV Unplugged Session mit den Blaubeerbuben. Ich habe auch gelesen, die Halle, in der ihr dann am Ende gedreht habt, war eigentlich so eine Stunthalle oder so. Ja. Wer von euch hat den geilsten Stunt hingelegt? Ich war der Flo bei der Besichtigung, aber du auch. Also da war so eine Sprungmatte. Aus verschiedenen Höhen konnte man in die Reihen fallen. Und ich als im Glauben... Also ich war im Glauben, ich hätte noch sehr viel Sportlichkeit in mir und wollte einen Rückwärtssalto da reinmachen und habe es nur auf den Bauch geschafft. Das wäre eigentlich kein Problem gewesen, wenn man denkt, das ist eine Matratze, aber die hat so unterschiedlich nachgegeben. Die war am Anfang sehr weich und dann in der Mitte ist sie sehr hart geworden. Jetzt hat sie mich da durchgebogen wie so eine Banane. Und natürlich wollte ich mir das nicht anmerken lassen und bin ja dann so ganz sportlich wieder raus und alle, ja, das ist nicht schlecht. Ja. Und dann musste ich um die Ecke biegen und erst einmal zusammenklappen. Ich habe mich nur durch die Luft schießen lassen. Rüde hat sich an ein paar Seilwinden festmachen lassen und dann auf Knopfdruck ist der quer durch die Halle gesegelt. Haben so, mit doppeltem Boden oder? Nix. Jetzt gibt's frische Fundfische aus dem Netz. Und zwar das Pretty Monkey Studio aus Berlin. Die machen wunderbar animierte Leckerli in Musikvideomanier und angefangen haben sie mit Razorlight und den Killers. Jetzt haben sie sich an Mansons neue Single gewagt, samt Muffins, Burgern und Bockwürstchen. Manson ist ja getrennt von seiner 18 Jahre jüngeren Geliebten Evan, dafür aber wieder vereint mit seinem Musikkumpel Twiggy. Von scharfsinnig und zynisch zu den tiefschürfenden, manchmal auch siedenden Dredge. Support hatten die Sportis ja auch bei ihrem Unplugged. Von wem sie sich da haben in die Suppe spucken lassen oder sich diese versüßen ließen, erfahren wir jetzt. Diese beiden von den Subways, die ja auch noch dabei waren, ne? Wie ist denn dazu gekommen? Also wir haben die ja auf Festivals im letzten Sommer öfters gesehen und die haben uns echt weggeblasen mit ihrer Energie. Die sind halt drei Leute, darunter eine Frau und wir sind drei Männer. Und darunter auch eine Frau. Und darunter eine Frau, genau, und sind halt ungefähr nur so im Vergleich. Und wir haben dann Rock'n'Roll Queen von den Subways mit denen. Die sind eingeflogen extra in Bordeaux in München. Oh, abgehangen no. Mit uns. Unglaublich. Ja, das war echt super. Und wer hat Jürgens für euch festgekettet? Und wie Rebecca? Wir. Nee.
Mit Fragen, mit gezielten Fragen, habt ihr Bock, haben wir sie wirklich an uns gebunden. Du bist die Sonne, du bist die Einzige. Jetzt aber Zungenschnalzen, Lippen lecken und Zähne blecken, denn es wird's Gewinnspiel aufgetischt. Frage: In welcher Stadt drehten die Sporties ihr Unplugged-Konzert? Zu gewinnen gibt's marinierte Manson-Shirts und Dredge-Taschen. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. In zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Mit dem MySpace-Miracoli namens Hollywood Undead verabschiede ich mich in gedämpfter Erwartung des Limp Bizkit Reunion Spektakuli und sage nur noch piep piep piep, guten Appetit. Vielen Dank. I see the children in the rain like the parade before the pain. I see the love, I see the hate, I see this world.